In diesem Film geht es um ein 6,40 Meter Längsbettfahrzeug mit Schwenkbad aus der Purcell Harline. Bernd, wir haben dich bei der Beschaffung des Summit 640 begleitet. Was sind für dich die Highlights dieses Autos? Ja, das absolute Highlight ist natürlich das Schwenkbad im Auto. Und das ist der einzige Kastenwagen, wo ich denke, wo man wirklich drin duschen kann. Das heißt, man schwenkt das einfach weg, dann legt sich die Duscharmatur frei. Das Bad ist da, Duscharmatur, ordentliche Dusche, kommt ordentlich Wasser raus. Und in 2 Minuten ist das Ganze wieder trocken gewischt, einmal zurückgestellt. Und es spritzt auch in der Regel nicht aufs Klo. Das heißt, das ist trocken, nur der Bereich, wo geduscht wird, ist nass. Und was hier auch noch sehr schön ist, es gibt eine Schiebetür. Na, und wenn ich die aufmache, steht die nirgendwo im Weg. Mhm. Jetzt wird das Beleuchtungskonzept besonders gelobt von dem Auto. Was ist daran gut? Ja, die ambiente Beleuchtung, die man jetzt hier schon sieht, kann ich nochmal ausmachen und nochmal anmachen. Die ist sehr angenehm, wenn man nicht so ganz viel Licht haben will und hier vielleicht Fernsehen gucken will oder sonst was. Dafür ist die sehr schön. Und dann gibt es auch noch hier unseren Flutlichtstrahler. Wenn ich das Licht anmache, dann ist es richtig hell im Auto. Ich hätte es nur gerne sozusagen die halben LEDs in weiß und nicht diese blaue Beleuchtung. Also diese Dimmmöglichkeit, weiß ich nicht, was sie dabei gedacht haben. Blue Line sozusagen. Okay. Jetzt wollen wir uns, das war für euch ausschlaggebend, auch mal angucken, wo ist denn dein Kajak, dein Faltkajak? Der ist hinten im Kofferraum. Dazu musste ich den Kleiderschrank aufschneiden. So, der sitzt hier und geht jetzt ganz nach vorne. Dazu habe ich ein Brett aus dem Kleiderschrank rausgenommen und den Kleiderschrank sozusagen halbiert und habe jetzt eine Durchlademöglichkeit für ja, das Boot, Skier, Segel etc. von ungefähr 1,90 Länge. Was hast du sonst noch am Auto geändert oder ergänzt? Am Auto ergänzt habe ich noch oben die Dometic-Rückfahrkamera. Dann habe ich die Anhängerkopplung montiert, wo der Fahrradträger drauf sitzt. Des Weiteren die Markise selber montiert. Das ist relativ einfach, wenn man 2 Personen zur Verfügung hat, weil alleine kriegt man es nicht aufs Auto. Und zusätzliche Montage der Raincheck sowie innen drin USB. Steckdosen, also ich habe eine 12-Volt-Steckdose in USB-Ladedose umgebaut und da oben in den Schrank eine USB-Ladedose gebaut und unten an der Sitzbank eine 230-Volt-Steckdose eingebaut. Von außen habe ich gerade noch was zusätzliches Schwarzes gesehen. Wofür das? Ach so, oben drauf ist noch ein Spoiler vor der Dachluke, weil die Dachluke bei unserer ersten Fahrt als zwangsbelüftete Dachluke einen Höllenkrach machte, ab 100 schon. Ja, und dann habe ich ein bisschen schlau gemacht im Internet und die Originaldichtung als erstes eingebaut, was schon ziemlich viel bringt. Und dann noch eine Zusatzdichtung obendrauf und den Spoiler davor. Und jetzt sind die Windgeräusche Vergangenheit. Auch optisch stichst du hier aus der ganzen Weißware heraus. Rot, schwarze Felgen. Seid ihr gut zufrieden? Ja, das haben wir so extra ausgesucht, weil wir wollten nicht weiß wie alles. Und ja, ein bisschen peppig sollte es sein. Jetzt mal ehrlich, was gefällt dir am Fahrzeug nicht so? Der Kompressorkühlschrank. Die werden noch hoch gelobt. Ja, von der Kühlleistung ist das auch alles okay, aber er macht halt Geräusche. Man wird zwar davon nicht wach, aber wenn man nachts im Bett liegt, hört man ihn deutlich. Und da wäre es natürlich schön, wenn es leiser wäre. Dafür hat er den Vorteil, dass man ihn auf der Fähre anlassen kann, weil es ja elektrisch betrieben wird und nicht mit Gas. So, jetzt bist du ja bereits bekannt aus der Serie Kastenwagensuche, Preisverhandlung und auch Übernahme. Als stolzer Besitzer kennst du zudem den Summit definitiv besser als jeder Verkäufer. Dürfen dich interessierte Zuschauer ansprechen? Ja, ich werde sehr wahrscheinlich auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf sein, an den Wochenenden. Und bin da ansprechbar und es gibt da bestimmt auch Fahrzeuge von Purcell, die dem Summit hier entsprechen. Okay, vielen Dank und dann bis dann.